Ja, ja, genau, mit den vier Magen gehen sie auch hier. Ups, haben das die Leute jetzt mitbekommen? Ja. Okay, wir sind ein bisschen durch in der Birne. Also ich will eigentlich nur saufen, also Prost jetzt. Schön, dass alle da seid beim ersten offiziellen Wildstürmer Sauffestival. Grillfestival und Fußball und was auch immer. Ich sehe nichts. Schönen Sommerstunden genutzt und feuchtfröhlich mit viel Alkohol. Wie lange hat es gedauert? Sechster Versuch. Ja, und um was geht es denn? Aua, um was geht es denn? Heute Kinospot Rhönenergie Tochtergesellschaft Res. Ist halt mein Zweck. Und außerdem haben wir auch zwei neue Mitarbeiter. Zum einen ist das der Kerl hier. Stell dich mal vor, wer bist du denn? Hey, ich bin Marcel. Hey. Hey. Der Marcel, der unterstützt uns im Video- und Fototeam. Und die Levke. Levke ist im Passbildstudio und verkauft Passbilder, weil die Marleen weg ist. Und jetzt würde ich mal sagen, viel Spaß beim Anschauen und wir stoßen auf uns an und auf euch. Cheers. Hoch die Tassen. Prost. Wir sind hier am Dom. Da. Da. Sieht man das? Sieht man. Okay. Wir drehen heute. Guck mal, du kannst hier runter schwenken. Wir können Energie. Und zwar ist sind mehrere Szenen geplant. Soll ich jetzt alles aufzählen? Nee. Alles brauchen wir nicht. Okay. Ja, Sache ist, dass wir tatsächlich die Szene abbrechen müssen, weil das Wetter wird richtig. Also es ist jetzt nicht beschissen, aber es ist halt schlecht, weil man die Wolken sieht und die Wolken sind dunkel und wir eigentlich viele Stimmungsbilder machen. Wir haben also wenige Szenen und die müssen aber sitzen. Ne? Und da muss halt einfach blauer Himmel sein, weil sonst sieht es aus, als wenn die Welt untergeht. Hurra, diese Welt geht unter! Und das wollen wir natürlich nicht erreichen mit dem Film. Und ja, deswegen morgen früh um 6 Uhr neuer Anlauf. Unserer Region mit zukunftsweisenden Beleuchtungskonzepten. Energieeffizient, ästhetisch und sicher. Zufrieden? Meine Stimme ist weg. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Beste, was wir rausholen können. Es war im Korb sehr eng und ich habe mich da so halb rausgekrümmt. Sieht man aber nicht. Das ist, ja. Nein, ja, sieht man. Das ist ein bisschen schwierig. Also unter erschwerten Bedingungen. Ich habe die Schärfe nicht kontrollieren können. Aber ja, ich glaube, es passt. Das wird passen. So, warst du auch zufrieden? Ich, ja. Hat Spaß gemacht? Zufrieden. Ja, natürlich hat es Spaß das gemacht. Das ist immer so super genial, wie sie alle immer in die Kamera lügen. Nein, es hat wirklich Spaß gemacht. Das freut muss ich uns zugeben. Ist er ja nochmal dran. Den sehen wir ja nochmal. Stimmt, ja, stimmt, noch mal den sehen wir nochmal. Ja, dann, gut, dann bis später. Bis später. Drift und Handbremse. Ist ja ein Firmenwagen. Nee. Ja. Weißt du, wie unsere Jungs auch. Ja, ja, genau. Mit dem Firmenwagen gehen sie auch hier. So, jetzt sind wir mitten in diesem PV-Feld. Marcel holt irgendwas. So, also jetzt gibt es die Aufnahmen von unten. Ich werde das Ganze wie immer am Vorschau-Monitor überprüfen. Wir planen und installieren PV-Anlagen in jeder Größenordnung und treiben so die Energiewende voran. Regional.
Klimafreundlich, nachhaltig. Das sieht komisch aus, aber macht durchaus Sinn. Hallo. So, die ganz schnell. Erklär mal, wo sind wir? Wassergruppe, E-Ladestation, Reparatur. Szene, totale, weit von oben. Wir können nicht mit der Drohne steigen, weil wir sind hier am Flugplatz. Musste Genehmigung, Luftfahrtbehörde, Kassel, Naturschutz und. Deswegen haben wir die Leiter und der Julian hängt von oben und filmt jetzt runter. Und weiter geht's. Wir haben geiles Wetter. Beziehungsweise immer mal Wolken-Sonne-Wechsel, jetzt Sonne da, deswegen müssen wir die Zeit jetzt nutzen. Ganz groß. Da stinkt's gerade. Was war denn das? Alle sind insbesondere in der Dämmerung und in der Nacht aktiv. Ups, haben das die Leute jetzt mitbekommen? Ja. Er stinkt. Muss ich los? Er stinkt. Okay, wir sind ein bisschen durch in der Birne, wie du merkst. Das liegt an der dünnen Luft hier oben. Ja. Wow, was ist das denn für ein Ding? Ach Mist, jetzt habe ich das verpasst. Sommer. Oh, Julian. Ja, wir sind absolute Vollprofis, so wie das hier aussieht. Das gefällt dir. Komm mal nochmal, Julius, ins Ohr. Three, two, one. Wir errichten heute die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität von morgen. Flexibel, unabhängig, zukunftssicher. Sali? Ja? Zwischenbericht, wir sind jetzt fertig hier. Zwischenbericht, wir haben es, ich schwöre dir, wir haben es echt gerade so geschafft. Jetzt kommt gerade wieder Sonne, aber schwere Bedingungen. Aber es hat echt funktioniert. Wir sind gut durchgekommen, 10 Minuten Verzug nur und jetzt fahren wir runter in die Stadt zur Rhön-Energie, wie die ganzen Mitarbeiter zusammentreffen und dann passt es alles. Und dann diese eine Szene. Ja, du siehst das, mehrere. Und der Kai, ne, den müssen wir jetzt mal so ein bisschen hervorheben. Das muss jetzt sein, ich weiß, du willst da nicht drauf, aber organisationstechnisch, ne, müssen wir ihm danken. Er hat alles das falsch gemacht, was man. Die Darsteller haben das wieder ins Gute. Nee, das ist alles super gelaufen. Jetzt haben wir knapp 50 Minuten, um nach Fulda zu kommen, also alles entspannt. Passt. Wir machen zwar einen Recruiting-Film, aber wir haben tatsächlich rekrutiert und zwar haben wir einen neuen Kameramann. Halt's einfach fest. Einmal festhalten. So, pass auf. Kann nichts passieren. Und dann hält euch auch. Ich möchte das mal wissen, wie es ist, wie schwer das ist. Ich will warten, bis die jetzt für die Messer hoch. Oh, das Gesicht hat leichte Anspannung. So, film mich mal mit einer ruhigen Hand. Ach so. Ja? Und macht dir aber auch Spaß, oder? Das ist schon geil, aber irgendwann geht das echt auf den Rücken. Ich kann es mir vorstellen. Wie willst du das Ding jetzt loswerden, oder was? Okay, Julian ist im Arsch. Der hat zwar da nichts zu suchen, aber ist trotzdem im Arsch. Ja. Komm, soll ich den Eis kaufen? Oh, guck mal, wenn ich diese Position halte bis morgen früh, dann. Nee, im Ernst, willst du ein Eis haben? Nee, danke. Willst du eins? Nee. Guck mal, das ist da drüben gleich. Ich hol dir eins. Oh, ich brauche kein Eis, danke. Ja, okay, dann Pech. Dann. Solero Shots hätte ich gern. Jetzt Solero? Ja, das haben die hier nicht. Gell? Hat dir Spaß gemacht? Ja, war wirklich. Bist cool. Du gespannt auf den Film? Auf jeden Fall. Also ja, ne, dafür, dass ihr jetzt, ohne euch jetzt nahe zu treten, keine Schauspieler in dem Sinne seid, ne, habt ihr das trotzdem gut gemacht. Ja, fahr dich schnell noch heim. Ich gebe die linke Hand. Ja. Oder machen wir es so. Mal, ne? Wir sehen uns. Ja. Ja, ich wollte nur fürs Video Danke sagen, weißt du? Also es ist
ja, die Wolken, das Wetter ist, ich meine, es ist alles besser als gestern auf jeden Fall, ne? Aber wir müssen gucken, wir müssen einfach gucken, wie die Stimmung vor Ort ist, weil der Film lebt halt von Stimmung und von Licht und Emotionen und da ist es natürlich auch wichtig, dass das Licht gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann müssen wir leider versuchen, den lieben Kai zu überreden, das ja, an einem anderen Tag zu machen, nächste Woche zum Beispiel. Und zwar... Julian verliert gerade ganz viel Geld. Oh ne, ich gewinne. Und zwar... Wo bist du jetzt? Also wir gucken mal, ich aktualisiere mal. Also das ist Bed Bath & Beyond, eine Aktie, die gerade in einem Reddit-Forum hochgezockt wird und die ganzen Hedgefondsmanager, das Ding ist eigentlich nichts wert. So. Und die verlieren ganz viel Geld, wenn das Ding steigt. Ich habe da 1200 Euro investiert. Da oben ist der Posten für alle Aktieninteressenten. Ah, hier, guck mal. Da sieht man es, glaube ich, der zweite Posten. 685 Euro Gewinn gemacht heute. Meine Lieblingsaktie, die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ist für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Wir haben gesagt, das ist Bullshit. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber. Okay, ich würde auch. Ja, und? Er muss jetzt einen Umweg fahren. Ach, scheiße, Mann. Na ja, gut, da haben wir nochmal Zeit. 10 Minuten länger. Ein paar Aktien zu kaufen. Dann machen wir jetzt die Abschlussszene, wie quasi die Mitarbeiter Feier machen und sich dann auch noch abends halt nach einem erfolgreichen Tag so ein bisschen zu einem Smalltalk treffen und damit dann auch den Film abschließen. Was macht der denn da? Findest du schon echt gut? Ja. Guck mal. Doch. Gut, Hammer. Wir sorgen für Lebensqualität. Mit einem starken Team. Für Fulda und die Region.